Hallo liebe Jazzfreunde, in meinem 20. Tutorial möchte ich euch eine Kurzinformation zu den Inhalten meiner Tutorial-Reihe zur Jazzharmonielehre geben. Zu dieser Kurzinformation werden jeweils zwei Notenbeispiele bezogen auf die Inhalte des jeweiligen Tutorials hinzugefügt. Die Musik, die ihr dazu hört, ist entnommen aus den Hörbeispielen meiner beiden Bücher, die ich am Ende dieses Videos vorstellen werde. Und gleich geht's los. Thank you.
Wie ich zu Beginn des Tutorials bereits angekündigt habe, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass meine Tutorial-Reihe auf Grundlage meiner Bücher Jazzharmonielehre Grundlagenwissen und ein darauf bezogenes Arbeitsbuch mit einem Lösungsteil aufgebaut wurde. Beide Bücher sind also aufeinander bezogen. Wer tiefer in die Theorie einsteigen möchte, dem empfehle ich das Buch Jazzharmonielehre Grundlagenwissen. Für diejenigen, die das theoretische Wissen durch Übungen vertiefen möchten oder Aufgaben für Unterrichtszwecke suchen, empfehle ich das Arbeitsbuch. In beiden Büchern werden die Grundlagen der Jazzharmonik umfassend dargestellt und praxisbezogen vermittelt. Für euer Interesse und eure Teilnahme an meiner Tutorial-Reihe möchte ich mich jetzt herzlich bedanken und hoffe sehr, dass die Musik und insbesondere die Jazzmusik weiterhin ein wichtiger kultureller Bestandteil in eurem Leben ist. In diesem Sinne, keep swinging!